So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Brokers Live Trading TV Formats. Ja, der DAX hat diese Woche tutti completi alles hier abgearbeitet, kein Verkaufssignal generiert, Pfeile sind vom Wochenende noch und hier knapp noch das obere Kursziel verpasst. Aber wenn man jetzt hier die Muster weiterverfolgt und auch im Dow Jones nachher, kann es gut sein, dass morgen komplett hier die 9.900 erreicht wird. Das andere wäre jetzt noch ein Goodie nach oben, deswegen auch in Grau. Da werde ich nicht mitgehen. Denn ich bin auch morgen ab ca. 8, 9 Uhr nicht mehr am Rechner und werde erst am Abend wieder zu Hause sein. Deshalb wird morgen auch der Christian Kämmerer mich vertreten und Sie mit interessanten Setups versorgen. Also hier ist im DAX noch eine Aufwärtsbewegung bzw. ein neues Hoch noch möglich. Und auch sehr wahrscheinlich, denn auch im Dow Jones hat sich jetzt hier so ein Muster gebildet, dass hier nochmal diese Trendlinie angelaufen wird und abhängig auch über einen anderen Chart ist eigentlich die, oder auch die psychologisch runde 17.000er Marke ein probates Kursziel und leicht darüber würde jetzt hier die Trendlinie wieder erreicht werden. Und noch bei 17.100 liegt noch ein markanter Widerstand. Also soweit so gut. Die Woche war, hat sich am Montag eben hier entschieden, bullish zu bleiben, zu sein. Und deshalb gab es auch wenig Grund, Short-Positionen aufzunehmen. Der einzige Grund war eben hier, was im Dow Jones bis zu diesem Zeitpunkt, dass es hoch hier noch nicht genommen wird, dass hier der Dow Jones, aber im DAX wurde ja kein Verkaufssignal generiert. Besonders erfreulich, wie schon Video erwähnt oder Vormittagsvideo erwähnt, wäre es schön gleich auf 44 zu gehen. Morphos macht hier. Mein Wunsch fast wahr, ist heute Nachmittag nochmal kräftig angestiegen und steht jetzt knapp bei 42 Euro. Ich glaube, nachpreislich hat schon die 42 Euro Marke geknackt. Das ist es auch mehr oder weniger das einzige Setup bei Aktien, was noch aktiv ist, denn die Puma-Aktie hat hier ein minimal höheres Hoch erreicht, zwar nicht ganzes Kursziel, aber ich habe heute auch geschrieben, also wir waren hier, das Risiko ist verdient worden, 1R. Und deswegen fällt es jetzt hier auch erstmal weg. Die BMW-Aktie fällt eben auch weg. Da habe ich ja hier noch ein schönes Intraday-Setup gepostet. Ja, geschrieben bei 80,50. Sobald 80,50 erreicht wird, hat wieder die Mindestbedingung neues Hoch. Dann ging es wieder ein Euro runter und zum Schluss ein Stück hoch. Hier kann halt wirklich womöglich dann sogar das ursprüngliche Kursziel noch abgearbeitet werden, aber niemand sollte hier natürlich im Minus sein und mindestens eigentlich 10% mitgenommen haben. Also auch passé. Dann kommen wir noch zu den Forex und zu den Rohstoffen. Beim Silber ist der Stopp hier hochgegangen. Aber wie man sieht, ist auch wieder an der Oberkante abgeprallt. Allerdings hält auch hier die Aufwärtstrendlinie, aber mit noch einem Bruch. Ja, hier könnte es aber halt schnell gehen. Im Prinzip wäre hier auch auf Schlusskursbasis der Stopp fast sinnvoll, beziehungsweise eher möglich. Man kann auch die Position dann splitten, einmal direkt den Stopp und einmal noch eine Teilposition behalten und dann auf Schlusskursbasis abwarten, ob dieses Level gehalten wird oder nicht. Wenn es fällt, dann muss man sich halt einen neuen Long-Einstieg vielleicht suchen. Short würde ich jetzt erstmal nicht wagen. Zu den kanadischen Dollar-Setups. Hier hat sich keine schöne Umkehrkerze gebildet. Liegt noch in der Kaufzone oder Wunschkorrekturzone.
Dagegen das Pfund gegen Yen würde hier jetzt hier wegen 50 Pips nicht ganz das Kursziel erreicht, aber die zwei Kerzen zeigen, dass hier wieder Verkaufsdruck da ist. Hier ist ja auch schon der Stopp auf Einstand bzw. leicht in den Gewinn gegangen und Teilposition habe ich ja erwähnt, sind bei 160,16 erfolgt. Also auch im Plus. So, jetzt kommen wir noch zu zwei Setups, die im Prinzip aktiviert worden sind, soweit ich mich hier liegt an. Ich glaube im Tief, ich muss mal hier kurz. Umschalten. So. Ja, ist aktiviert worden. Hier gefällt es mir nicht ganz so, weil auch als als das Währungspaar hier oben noch stand, war für mich eigentlich ein neues Hoch fast Pflicht. Jetzt hat sich hier halt ein kleines anderes Muster ergeben und wir dürften hier höchstwahrscheinlich nochmal einen Rücklauf bis 078 sehen. Nichtsdestotrotz, das Setup ist sehr aktiviert worden, also kommt der Stopp auf das Hoch. Hier werde ich aber zügig den Stopp dann senken. Das andere Setup sprach ich ja von auf Schlusskursbasis über dieser Trendlinie. Wir sind gerade eine 50 Minuten noch entfernt vom Close. Also wer jetzt hier nicht mit Stop-Buy gearbeitet hat, also ist es aktiviert. Ich werde auch noch einen Rücklauf hier bei etwa 50 Pips suchen und eine zweite Position eingehen. Der Stopp bleibt erstmal hier bestehen. Aber auch hier ist ganz klar, dass eigentlich ein Rückfall, ein direkter Rückfall eher negativ ist, aber sollte sich eben hier das Währungspaar über 0,720 halten, dann wäre der Anstieg bzw. der Ausbruch für mich immer noch gültig. Ich werde hier das Setup nochmal morgen früh, bevor ich nicht mehr im Rechner bin, werde ich das ausführlich nochmal in den unteren Zeitebenen begutachten, ob der Ausbruch auch von den Mustern her auch möglich ist. Allerdings sind jetzt hier zwei wichtige Linien eben gebrochen worden. Das war's. Nochmal die Erinnerung, morgen früh werde ich noch was veröffentlichen und dann ist Christian Kämmerer für Sie zur Stelle. Danke, bis dann morgen Abend.